Welcome back, wieder von Weiß into Black. Und? Man sieht das Ladezeichen immer nur so ein... Na, hier, Moment. Da so ein bisschen. Wir sind wieder... Wieso stehen wir hier? Wir haben ganz klar drinnen gespeichert. Hallo übrigens, schön, dass ihr da seid. Wo ist denn sie? Wie heißt sie? Ich habe ihren Namen vergessen. Wir können halt auch einfach nur verlassen drücken. Ich weiß noch nicht, was die bringen. Ich hoffe, die bringen später irgendwas. So. Keine Ahnung. Dass die Stimpacks mehr bringen oder irgendwie sowas in die Richtung. Da ist er kurz mal gestolpert. Ist sie draußen? Also er chillt ja hier. Ja, du und ich. Wir zwei sind nicht aufzuhalten. Ist es nicht so, Kleiner? Dementis und Grease, jedes Mal perfekte Landung. Kann man so sagen. Schon mal ein Schiff gesteuert? Nein, eigentlich nur Schrotttransporter auf Bracker. Bin gleich wieder da. Ja, gucke mal. Wir haben es ja jetzt schwarz gemacht. Vor uns liegt eine lange Reise. Diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Ich war gerade übel hypnotisiert von seinen Haaren, wie sie im Wind fliegen. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Ja gut, ich habe ja auch alles auf. Mehr als episch. Mehr war nicht drin. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Ja, wenn sie das sagt, dann machen wir das. Wenn der Orden wieder existiert, kommen dann die Jedi aus ihren Verstecken? Wie kommen Sie darauf, dass es Jedi gibt, die sich verstecken? Na, nur Neugier. Was ist hier? Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Sieht einfach aus, als wäre es offen. Gab es Geschichten über einen grünen, spitzohrigen, legendären Jedi-Meister und... Reden Sie von Meister Yoda? Ja, der ist wirklich eine Legende. Moment, was? Wer? Nein, nein, ich rede von Meisterin Yaddle. Aus dem Hohen Rat der Jedi, meinen Sie? Ja, wir haben alle unsere Träume, okay? Lassen Sie mir meine. Wer war Yaddle? Kein Problem. War wahrscheinlich die gleiche Rasse wie er. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ja. Also an und für sich, in dem Moment, wo man in den Hyperraum gehen würde, müsste man schon sitzen, weil sonst dreht es einem ja alles. Jetzt hängt er mit Lichtgeschwindigkeit hinten am Schiff fest. Wer sich mit der Physik auskennt, es gibt einen Grund, warum man im Flugzeug beim Start und bei der Landung sitzen muss. Das ist hier eigentlich nicht anders. Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Okay. Guck mal, hier können wir gleich hin. Die Evolis sind auch wieder am Start. Wow. Ich hab gerade eben kurz B gedrückt. Hatten wir irgendwas? Nee, wir hatten nichts. Kann er jetzt nicht hier... Er hat schon gehackt.
Wer bist denn du eigentlich? Ah, die kleinen Viecher da. Ich spüre was hier drüben. Ich spüre, dass wir nicht durch die Dinger kommen. Ich wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Toter Splocks. Ein Evoli ist tot. Sie nicht anschauen. Das ist schade. Aha. Oh shit, wir kommen da zu dem Ding. Später. Da drüben oder so. Da habe ich mich in der Luft umentschieden. Können wir eigentlich? Ja, können wir. Du bist mein Retter, weißt du das? Oh ja. Ein Stimpack mehr. Kumpel. Zack. Sich freut. Da gibt's einen Aufzug. Waren wir hier schon mal? Ist die Frage, wie kommen wir da hin? Hier waren wir ja schon. Und darüber kommen wir hier nicht. Nö, will er nicht. Will er irgendwie nicht. Aber da unten kommen wir jetzt hin. Was ist das? Oh, eine Abkürzung. Ding. Sind auch hübsch, die Tiere. Wir hätten auch runterklettern können. Schon wieder vergessen, wohin? Hier rüber. Können wir immer noch nicht. Ja, komm her. Oh.
natürlich schafft er es wieder zuerst. Das steht aber verfügbar. Ich weiß aber nicht wie. Wie mache ich das? Ich hab doch... Ah, jetzt! Okay. Er wollte nur nicht so richtig. Toll. Was war da drin? Ja. Machst du mal schwarz-rosa. Ich habe gerade eben, als er hier reingesprungen ist, kennt ihr dieses eine Video von diesem Hürdenlauf? Wo die eine so übel ins Wasser fällt. Wo so voll mit dem Gesicht reinplatscht. Aufsteht und weiter rennt. Das ist schon lustig. Ist das Wasser? Ich glaube ja. Ja, ist es. Geh da bloß schnell raus. Niemals in unbekannte Wasser... Wasser? Bekannte Gewässer springen. Ihr wisst nie, wie tief sie sind. Oder was sich darin verbirgt. Ich will so ein Evoli als Haustier haben. Ich muss diese Tür hacken. Ach, die ging auf. Das klang so, als würde sie nicht aufgehen. Ja, wieso steht da Abkürzung freigeschaltet? Da sind die Evolis. Ganz unten gibt es noch einen Weg. Und ganz am Anfang ist noch einer. Fall da jetzt nicht runter, Kerl. Komm schon, irgendwas Cooles. Cordovas Reparaturkette. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen. Mit BD1 als Anführer. Okay, er will auch wieder irgendwas scannen. Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Okay. Der Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt, ein besonderer Ort. Ich nehme den Griff mit. Was ist der Griff? Echt? Das beruhigt ihn? Ah, so einen neuen Sender könnten wir mal kriegen. Die sind alle irgendwie nicht so geil. Ist aber wieder stockduster hier drin. Ja, komm, hör auf, sieht genauso aus wie vorher. Tut nicht so. Der macht erstmal alles kaputt.
Kommen wir da wieder hoch? Ja, oder? Ja, kommen wir. Okay. Denn hier ging es ja noch lang. Die große Kluft. Schade, ich dachte, wir können da dran springen. Ach so, Jedi oder Sith oder so ist immer lustig zu spielen. Die können immer, also gut, er kann jetzt nicht so geil hochspringen. Schnauze. Ah, guck mal, das ist doch eine Abkürzung. Denn hier waren wir doch schon. Können wir sonst noch irgendwas tun? Ich glaube nicht. Heißt, wir fahren hier mit dem Fahrstuhl. Mal wieder. Zu dem Vieh kommen wir ja noch nicht. Frechheit! Mal jemand. Das Vieh da oben wird auch noch ein Spaß. Oh, wir waren hier noch gar nicht. Jemand hat hier gelagert. Wir hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinog. Beinog. Okay, verstanden. Wie kommen wir denn darüber? Auf jeden Fall müssen wir höher. BD1, hier rüber. Ich muss da rein. Ach, hier konnten wir nicht ran. Da ist der Beinock. Ich gehe mal davon aus, dass es der Beinock ist. Was war da drin? Koro und Lichtschwertmaterial. So sieht Fernsehen aus. Schön auf dem Campingstuhl hoppen. Und dann das Vieh angucken. Riesiges amphibisches Säugetier, das nur auf Bogano heimisch ist. Er kann mehrere tausend Jahre alt werden, brütet im Laufe seines Lebens aber nur einmal. Aufgrund ihrer wenigen Nachkommen gibt es in der Galaxis nur noch sehr wenige Beine. Von Bogano?
Bist das nicht du? Tja. Können wir auch hochfahren? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann müssen wir einmal hier hoch. Da ist schon wieder der Stinker. Wir haben ihn alle gehört. Hallo, ich sehe nix. Meine Fresse hier. Meine Fresse hier. Also das, ich finde das echt frech mit der Zunge. Ganz ehrlich. Das mit der Zunge ist richtig frech. Jetzt geh halt drauf, mein Gott. Das ist wirklich frech. Ja, man hat genau die Zunge vor sich, schlägt zu und er kommt dann trotzdem da rein. Das ist schon uncool. Ein Scan? Da kommt er wahrscheinlich nicht hoch. Ich schau ja hin. Mysteriöses Skelett. 1000 Jahre alt. Ja, von Dinosauriern gehört. Wie kommen wir denn hier weiter? Kommt doch da locker hoch, aber er will nicht. Hab ich denn alles gut übersehen? Gemacht. Ich hab ja einiges übersehen. Ich habe irgendwas im Hals gerade. Guck mal, das da oben könnten wir vielleicht... ...hinkriegen. Oh, und wisst ihr noch, wer da hinten ist? Der steht ja eh noch aus, der Kollege. Also, der so einen Schaden macht. Gib ja zu, es war auch nicht gut, aber trotzdem, der zählt immer noch als Endgegner. So. Jetzt einmal mit vollem Leben, bitte. Er hat auch wieder unsere Stufe geklaut. Wobei, ich finde das eigentlich ein ganz cooles System. Das ist so...
Man möchte es unbedingt natürlich sein. Sein Level auch wieder haben. Ich sag, wie es ist, gell? Das mit der Zunge, das funktioniert einfach nicht. Ich hab wieder zu viel gewollt. Dafür wird man immer direkt bestraft. Okay, Okdo Bokdo besiegt. Ich muss da rein. Der arme Bogling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? Katsching. Bogling-Kadaver. Sind das die Boglings? Was sind die Splogs? Also sind die Boglings die Evolis. Oder so. Ah ja, genau. Wir haben noch gar nicht... gerade eben gedacht, wir haben doch irgendwas noch hier drin gehabt. Oh, okay. Ob ich ja jetzt ein richtig cooles Aussehen. Mhm. Ein richtig cooles Aussehen. Also, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber das muss nicht sein. Nicht unbedingt. Aber vielleicht nehmen wir das als Thumbnail, einfach weil es lustig wäre. Ja, komm hier, geh weg mit dem Licht. So, wie kommen wir zurück? Wir müssen hoch. Nee, gar nicht. Wir müssen hier rüber. Oder doch nicht? Können wir da rüberfahren? Von hier? Nee, das geht wahrscheinlich nur in die andere Richtung. Das ist schlecht. Ich habe mal wieder vergessen, wie wir zurückkommen. Ja, irgendwie hier so. Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Zurück. War doch hier gerade untersuchen. Hey Sphere, an was denkt ihr gern bei Cordova? An die Holoschachspiele. Cordova war immer so beschäftigt, ich musste mich praktisch selbst ausbilden. Aber für Holoschach hatte er immer Zeit. Wer gewann? Mal er, mal ich.
Unsere Ansätze waren komplett verschieden. Kaum dachtest du gewinnst, war's vorbei. Ihr habt also viel voneinander gelernt. Ja, jeder auf seine Art. Das war's, mehr ist hier nicht. Sehr frustrierend. Können wir nicht da? Kann da nicht BD1 rein? Aber okay, dann gehen wir hier einmal hoch. Mein Freund, beim Betreten des Gewölbes hatte ich eine Vorahnung, wie vor mir die Sepho. Wir waren hier oben noch nicht, obwohl wir das Seil freigeschaltet haben. Ist ja richtig peinlich. Da drüben noch was. Oder eine waren wir Truhe. Da schon? Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Oh, na gut. Okay. Hast du was gefunden, BD1? Ein neuer Sender. Das klingt schon mal gut. Da ist die Mantis. Katzing. Also auf dem offenen Gelände ist der Sprintangriff schon was Geiles. Aber darüber kommen wir nicht, ne? Also an sich ist es ja auch ein echt friedliches Teil, aber irgendwie ist es so... Man sieht ihn so früh, es kann nur ein Gegner sein. Nee. Hätte ja klappen können. Hier hoch? Sieht eher schlecht aus. Was hast du denn so du zu erzählen? Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist dir gewachsen? Ja. Ich schaff das. Alles ist besser als Bracca. Ich war auf vielen Planeten der Galaxis auf der Suche nach dir. Wenn wir das Imperium nicht stürzen, gehen wir alle unter. Auch auf der Flucht. Bin bereit. Gut. Okay. Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar 4 Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Okay. Ja, cool. Pflanzen. Ich weiß echt nicht, was das bisher soll. Jetzt ein neuer Sender. Ach, Scheiße.
Ja, hör auf. Ist okay. Ich habe doch gar nichts verändert. Okay, der ist ja richtig scheiße. Das war frustrierend. Das war sehr frustrierend. So ein Kacksender. Bitte lauf schneller. Irgendwohin, nur nicht da von mir. Da gefällt's mir nicht. Tja. Wir könnten noch mal auf Datumir gehen. Hoppala. Manchmal, gell, muss man mit A auswählen, manchmal mit X. Das ist irgendwie immer komisch. Was? Moment, was sagt das Ding? Ich weiß nicht, warum Leute Droiden haben. Sagen Sie es ihm. Er kann sie schließlich verstehen. Ernsthaft? Oh, hör mal. Ich hab's wirklich nicht so gemeint. Droiden machen mir Angst. Und? Ganz was Neues. Sie klingen wie ein Imp. Die deaktivieren Droiden einfach genau so. Genau, jetzt hängen wir. Er einer von uns. Ganz da hinten. Oh, also richtig da hinten an der Wand. Ich nehme alles zurück. In tausend du bist Einzelteilen. Okay, Kumpel. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Und dadurch, dass er nicht angeschnallt ist, hängen wir jetzt an der Frontscheibe. Ja, moin. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracker. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. Ja, gut, dass wir schwarzes Cover haben. Sieht ja auch aus nach Imperium. Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Der schwarze Skin ist schon cool. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt. Oder vertrieben. Kashyyyk spielt aber auch immer eine Rolle. Immer. Egal welches Spiel oder sonst wie irgendwas. Immer. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenpeltler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Runtergehen. Wir haben auf Bracker Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Fall des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tu's am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Okay, das war cool.
Ach du Scheiße. Wie sollen wir da reinkommen? Ja, ich versuch's am Bein. Ja, das habe ich mir gerade gedacht. Hallo. Okay. Wohin jetzt? Jetzt steigen wir von hinten rein. Ah. Okay, oder auch nicht. Nur noch ein bisschen. Danke, Baby. Echt? Nochmal komplett außen rum? Ja, spring doch rüber. Klettern wir nach oben. Als ob er es nicht auch von der anderen Seite geschafft hätte. Okay. Auf. Irgendwo klettern. Ah, hier. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber geil. Hat keinen Puls. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Hier spricht L97240. Wir haben bestätigte Verluste. War das eine Person? Es ist der Jedi! Ihr dürft nicht die Nächsten sein! Ich kann nicht mehr kämpfen! Oh nein! Oh nein, 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 nein! Ka-ching! Bisschen den Helm abgefackelt. Jetzt. Aber ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität, sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halte uns stabil. Also, dass das funktioniert hat? Okay. Schub. Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich dann. Besser. Ja, los geht's. Gehen wir schon. Das sind also die Blaster. Du sagst es. Der ist aus dem Weg. Okay, das ist schon cool. Links oder rechts? Hey! Wer bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Ja.
Okay, das ist schon geil. Wir müssen die Guerillas beschützen. Gleich haben wir es. Wir schaffen das. Oh shit! Hey! Oh shit! Ist ein bisschen schwammig und ganz schön laut. Vorsicht! Okay, das war schon so gedacht. Ich habe jetzt kurz gedacht, jetzt sind wir am Arsch. Das war schon cool. Also, ich habe schon ein paar Mal gemeckert, aber das war schon cool. Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Schade. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Zor. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerillakämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Also das mit den Rucklern gerade habe ich nicht verstanden. Es hat auch jedes Mal der Controller vibriert, also irgendwas ist im Hintergrund passiert. Hier drüben, im Kampfläufer könnten Vorräte sein. Okay? Ich. Alles okay. Puh. Alles okay. Oh, die Wookies sind so, naja. Aber ist ja nicht so schlimm. Hier ist es noch schlimmer als auf Zepho. Hast du Zepho gesagt? Ich habe hier mal gelebt, bevor das Imperium kam. Warst du mal da? Ja, war ich. Schrecklich, was passiert ist. Wir konnten nicht zurückschlagen. Aber hier mit den Wookies haben wir eine Chance. Danke, dass du uns unterstützt. Klar. Was ist das? Die Macht hat mir auf Zepho was gezeigt. Erinnerungen eines gewissen Oster. Mein Partner. Er hat die Sturmtruppen abgelenkt und ich entkam mit unserer Tochter. Er war sehr impulsiv. Ist er? Ja. Ich fand seine Leiche. Ich wollte glauben, er sei entkommen. Es tut mir leid. Nein, schon gut. Ich bin froh, dass ich's weiß. Noch mehr zu erzählen? Das Imperium darf nicht noch mehr Welten vernichten. Okay, ich glaube, das war's.
der einzige Weg. Gewehre! Ich schau ja hin. Ich erinnere mich. So müsste am anderen Ende des Grabens sein. In The Force Unleashed ist man ja auch auf Kashyyyk. Da gibt's ja auch die... Die Werkbank da drüben. Vielleicht liegt da was. Die Flammenwerfer. Wow, 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 wow. Das kam sehr überraschend. Komm schon, auf den dicken Arsch. Okay. Kurzer Schockmoment. Ein V-Schock. Greif von hinten an, wenn die Kreatur von einer anderen Beute abgelenkt wird. Pariere seinen Ausfallangriff. Um es schnell auszuschalten. Da haben sie mich dran gekriegt mit. Wie viel Strom kannst du leiten? Vielleicht ist da auf der Werkbank was. Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurzschließen. Yay! Jetzt kann er Strom dazugeben. Ja, nö. Versuchen wir es. Ah. So. Und jetzt? Wie kommen wir jetzt darüber? Dahin. Ja, gut, das könnten wir wieder darüber stellen, aber das macht ja wenig Sinn. Irgendwie werden wir da noch hinkommen. Ah ne, Moment. Hier kamen wir her. Natürlich kommt er da jetzt nicht hoch. Weil wir keinen Doppelsprung haben.
du denn? Oh, reicht. Glühwürmchen. Große, dicke. Gehen unmittelbar in Flammen auf. Hohoho. Das war wieder richtig knapp. Jedi, hier drüben. Meine Fresse, könnt ihr nicht mal ordentliche Wege installieren hier? Hey, vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Batman ist raus. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, Kumpel. Wie er sich freut. Juhu, ich darf arbeiten. Ja, Freund. Befreie die Wookies. Ein Toter. Das war Thor. Er ist gnadenloser, als ich dachte. Okay, nicht mit ihm anlegen. Ja, wie wär's mal mit, da müssen wir rein. Mit was Schönem zum Speichern. Imperiale Raffinerie. Als hätte ich's geahnt. Oh, Fähigkeitenbaum. Was haben wir denn? Einmal das bitte. Ja. Und das bitte. Und einmal ausruhen. So, passt doch genau. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ein schönes weiteres Wochenende. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer weiteren Folge Star Wars. Bis dann.